Hallo zusammen. Ich bin Kea, ich bin Künstlerin. Heute schauen wir uns zusammen Bleistifte an. Und zwar vergleichen wir heute mal die 9000er Serie von Faber-Castell mit den Faber-Castell Pitt Graphit Matt. Ich weiß, ich bin ein bisschen late to the party as always. Die waren relativ lange ausverkauft, weil die total gehypt sind und heute gucken wir, was ist an dem Hype dran. Gleich nach dem Intro. So, ich habe mir das Faber-Castell Pitt Graphit Matt Set in groß gekauft. Vor dem Malen muss man aber natürlich erstmal auspacken. So, hier habe ich zum Vergleich einmal ein 4B von der normalen Faber-Castell in grün und glänzend rechts und links ein 4B von den Faber-Castell Matt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die Matten sind im Durchmesser ein bisschen dicker als die normalen grünen. Und auch schon außen bei der Lackierung des Stiftes, der grüne glänzt ein wenig, die 9000er Serie, während die Matten tatsächlich auch außen matt sind. Und ganz deutlich wird es bei der Spitze, die glänzt beim linken natürlich sehr im Licht, der rechte kaum. Dann schraffieren wir einfach mal im Vergleich zwei Flächen. Einmal jetzt links mit dem Faber-Castell 9000 in 4B. Und da sieht man schon, wie sehr das unter dem Licht glänzt. Direkt darüber ist ja meine Schreibtischlampe. Und direkt daneben dann einmal mit dem Graphit Matt in 4B. Und sehr schön zu sehen ist, dass zumindest bei Faber-Castell eben die Härtegrade auch die relativ gleichen Tonwert ergeben. Also ein 4B ist ein 4B. Egal welche Serie. Später im Video zeige ich euch nämlich noch eine Aufnahme aus meinem Stream auf Twitch. Den verlinke ich unten auch in der Infobox. Da habe ich mit diversen normalen Bleistiften, die ich so nutze, gezeichnet im Vergleich zu den Faber-Castell Matt. Und habe festgestellt, dass verschiedene Hersteller die Härtegrade sich durchaus unterscheiden. So, und wenn ich es jetzt mal ins Licht halte, dann sieht man, links reflektiert extrem, rechts kaum. In meinem Twitch-Stream sagte jetzt eine befreundete Künstlerin, die habe ich auch, aber die Graphit-Matt lassen sich schlechter radieren als die normalen Faber-Castell oder normale Bleistifte. Und das wollte ich jetzt mal testen. Ich zeige euch jetzt erstmal, welche Radiergummis ich so nutze, denn das macht einen großen Unterschied. Es gibt diverse Radiergummis und eigentlich kommt man nicht mit einem aus. In dem Set dabei war so ein PVC-freier Radierer von Faber-Castell. Fühlt sich für mich ein bisschen an wie diese typischen früher aus den Schul-Etuis, die eigentlich mehr schmieren. Ich selber nutze für Lichtreflexpunkte und wo ich wirklich wieder richtig weiß aufs Papier kriegen muss, diesen Radierstift von der Vent. Der ist ein bisschen, ja, sehr dick vorne. Es gibt einen dünneren von Läufer, den
werde ich mir irgendwann nochmal besorgen, aber ich behelfe mir jetzt, indem ich den auf so einem Sandpapierbrettchen einfach vorne spitzfeile. Sozusagen. Also, dass der vorne wie so eine Spitze bekommt. Und dann kriege ich da auch ganz feine Stellen mit weggradiert. Für ganz feine Stellen, wie in Haaren oder Fell, eignen sich diese Monozero-Radierer sehr, sehr toll. Das sind so Radierstifte mit so einer ganz feinen Spitze vorne. Und die gibt's, also das hier ist ein schwarzer, die gibt's normalerweise in so einem Blau-Weiß, den Stift an sich, und man kann die Minen eben nachkaufen. Gibt es in rund und einen in eckig, für etwas größere Striche. Wenn ihr mal in der gesamten Zeichnung zu dunkel geworden seid, dann gibt es diese Knetradierer. Die sind total super, damit tupft man eher drüber und macht die Zeichnung leichter. Die sind eigentlich nicht dafür da, wirklich etwas wegzuradieren, sondern einfach Graphit wegzunehmen, dass es heller wird. Dann kann man die zu so einer, wie so eine Wurst rollen und dann quasi über die gesamte Zeichnung rollen. Ist auch total super, wenn ihr eine Vorzeichnung für Aquarell macht und die nicht zu dunkel werden soll und ihr nochmal nachbessern wollt. Tatsächlich mein Liebling zum Radieren ist dieser staubfreie Radierer von Faber-Castell, dieser schwarze. Der macht wirklich nur so ein paar kleine schwarze Krümel, die ich total einfach wegkriege, während andere ja wirklich so einen feinen Staub auf dem Papier hinterlassen, der nach Stunden noch da hängt, wenn man gar nicht alles weggewischt kriegt, ohne die Zeichnung zu verschmieren. Genau, deswegen. Ich verstehe auch nicht, warum sie den nicht reingepackt haben, sondern diesen kleinen weißen da reinpacken. Ich hätte eigentlich irgendwie, hätte lieber so einen staubfreien gehabt. Und dann testen wir jetzt mal das Radieren. Also erstmal mit dem Monozero, als wenn ich so ein Haar machen möchte, einfach mal so einen Strich reinradieren. Da wird es wirklich wieder schön weiß. Und wenn ich jetzt das gleiche in den 4B Graphit Matt mache, auch da wird es schön weich, also das ist das Radierverhalten wirklich 1:1 gleich. Ich muss kurz dazu sagen, ich arbeite hier in einem Skizzenbuch mit glatter Oberfläche. Das macht aber nochmal was aus, welches Papier ihr nutzt. Je glatter das ist und desto mehr ihr schon verwischt habt, desto weniger lässt sich noch was radieren. Mit dem Dust-Free kriege ich beide Schraffuren wieder super wegradiert. Jetzt versuchen wir einmal den. Und tatsächlich hat er bei dem linken etwas geschmiert, da hat er nach oben Graphit mit weggenommen und so eine Schmierspur hinterlassen. Was ich ja schon vermutet hatte, als ich ihn in der Hand hatte. In der Kamera kann man es leider nicht wirklich schön doch da ein bisschen sehen, aber das hat er tatsächlich nur bei dem herkömmlichen 9000er Bleistift gemacht. So, dann kommen wir jetzt zu dem Knetradierer. Ich sagte, die sind ja eigentlich eher dafür da, alles ein wenig heller zu machen und nicht komplett wegzuradieren. Und tatsächlich kriege ich sie da ein bisschen heller mit. Bei 4B wird es allerdings auch schon bei dem 9000er schwer und ja, in der Kamera sieht man es gar nicht so gut. Ich meine, beim 4B Graphit Matt ist ein bisschen mehr stehen geblieben. Kann aber auch sein, dass ich da etwas doller aufgedrückt habe. Also man hat ja auch nicht immer exakt denselben Strich. Also das ist jetzt schwer zu sagen, ob es am Stift liegt oder an meiner Technik. Und wenn gar nichts mehr geht, ist mein Favorite und letzte Alternative sowieso der Radierstift. Der kriegt eigentlich alles klein. Da muss man allerdings aufpassen, wenn man wirklich schon so viel Graphit in das Papier reingerubbelt, also verwischt hat mit Blendern, dann nimmt man meist mit diesem Stift auch ein wenig Papier weg. Irgendwann ist das Papier einfach angegriffen, je mehr man drüber schrappt, und dann beschädigt er schon mal das Papier, gerade bei Aquarellpapier oder Papier mit Struktur. So, jetzt habe ich gleich noch eine Aufzeichnung aus meinem Stream für euch, wo ich einmal dasselbe Motiv mit den normalen 9000er Bleistiften bzw. mit einem Gemisch Bleistifte, was ich noch da habe, und den Faber-Castell Graphit Matt im Vergleich zeichne. Aber vor habe ich noch was anderes für euch. Bleibt dran!
So, bevor wir jetzt gleich weitermachen mit dem Porträt und der Aufnahme aus meinem Stream, habe ich noch ein kleines Gewinnspiel für euch. Und zwar könnt ihr ein Mini-Bild von mir mit Aquarell in so einem Mini-Rahmen gewinnen. Was ihr dafür machen müsst, ist, folgt diesem Kanal, liked dieses Video und schreibt mir in die Kommentare, warum ihr das Bildchen gewinnen möchtet. Und sharing is caring. Ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal mit interessierten Freunden teilen würdet. Ja, und wenn ihr eine weitere Gewinnchance wollt, dann schaut bei mir auf meinem Instagram-Profil vorbei. Weil eins wird hier verlost auf YouTube, eins wird auf Instagram verlost. Also da könnt ihr auch nochmal teilnehmen. Ich freue mich auf euren Besuch und jetzt viel Spaß bei dem Bildchen, was wir malen werden. So, und da legen wir auch schon los. Ich habe das wie immer im Zeitraffer jetzt zusammengeschnitten. Unten links seht ihr schon die Vorlage. Also ich habe mir etwas mit sehr viel dunklen Tonwerten ausgesucht. So einen jungen Mann mit Facepaint. Und links werde ich jetzt mit herkömmlichen Bleistiften zeichnen. Und rechts mache ich das mit dem Faber Castell. Vorzeichne mache ich mir immer mit einem Haar, also mit einem sehr harten Bleistift. Den gibt es in dem Faber Castell Pit Graphit Matt Range, gibt es den nicht. Die gehen von HB bis 14B, also sehr, sehr dunkel und sehr, sehr weich. Und dafür gibt es diese ganze Haarrange nicht. Deswegen nehme ich da jetzt auf beiden Seiten denselben Bleistift.
Sehr schön ist jetzt auch zu sehen gleich, dass es links deutlich mehr glänzt unter meiner Schreibtischleuchte, als es rechts der Fall ist. Das heißt, man sieht eigentlich den richtigen Effekt von diesem Graphit-Matt, dass eben diese Bleistifte nicht so stark das Licht reflektieren, wenn sie aufgetragen sind. Ich muss sagen, für meinen Stream gefällt mir das super gut und ich werde, glaube ich, weiterhin die Bleistifte nehmen. Ich weiß nicht, ob ich die komplette Range brauche. Tatsächlich arbeite ich ja meine Porträts meist nur mit Bleistift, also ich brauche keine dunkleren Tonwerte als ein 8B. Das ist so das härteste oder das weicheste, das dunkelste, was man in so den normalen Bleistiften bisher so bekommen hat. Es gab jetzt schon einige Hersteller, die hatten 10B oder so im Angebot. 8B war aber immer das weicheste, was es gab, oder das dunkelste, was es gab, als ich zeichnen gelernt habe. Von daher bin ich bei diesem 8B geblieben und mehr brauchte ich meistens auch gar nicht. Also ich habe nicht noch mit Kohle oder so gearbeitet zusätzlich. Ich werde das einfach weiter testen und mal gucken, inwieweit ich das brauche für meine Zeichnung, für meinen Zeichenstil. Ja. Aber ich bin super zufrieden mit dem matten Ergebnis. Man kann es im Stream viel, viel besser sehen, weil es ist oft das Problem, dass es bei mir schon total dunkel ist und ich sage, eigentlich müsste ich mit einem härteren Bleistift arbeiten, man aber im Stream das eigentlich noch gar nicht so richtig sieht. Und das ist eine super Sache. Und auch wenn man das einrahmt unter Glas, kann ich mir vorstellen, dass die Porträts einfach ein bisschen schöner und tiefer wirken in einem beleuchteten Raum, wo es vielleicht Lichtreflexion gibt.
So, das war's für heute, für dieses Video. Schreibt mir in die Kommentare, was euer Eindruck von den Bleistiften ist. Erkennt ihr die Farbe Castell Pit Matt schon? Oder zeichnet ihr mit den normalen? Oder nutzt ihr gar keine Bleistifte, weil euch diese Reflexionen bisher gestört haben? Und ihr gesagt habt, dann nehmt ihr lieber für die dunklen Tonwerte Kohlestifte oder ähnliches. Schreibt mir gern mal in die Kommentare eure Erfahrungen, eure Meinungen zu Bleistiften, zu Bleistiftzeichnung. Schreibt mir auch gern rein, was ihr noch für Videos sehen wollt. Soll ich mal Zeichentutorials machen? Möchtet ihr ein bisschen mehr zu Radieren von Bleistiften wissen? Ja, lasst mir das gern da. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und schaut auch mal auf Twitch vorbei. Bis dann. Tschüss.